Unser nächster Vortrag, Corinna Barth, ist momentan Gastprofessorin an der TU Graz, wahrscheinlich immer noch, für Gender und Technik, habe ich das richtig mir memoriert. Und wir verkabeln nur mal schnell und solange sie noch verkabelt wird, vielleicht noch dieser Hinweis. Wir hatten mal mit der innerhalb von der Gesellschaft für Informatik eine Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Frauen in Informatik und Ethik und haben wir eine interessante Schnittfläche gefunden. Ich hatte gestern auch in einem Vortrag kurz den Turing-Test angesprochen, der ja immer wieder genutzt wird als Test, ob wir einer Maschine künstliche Intelligenz zuschreiben. Also das also als Zuschreibungsproblem. Wenn wir aber nachlesen, was Alan Turing auch mit entworfen hat, war, dass wir auch gleichzeitig ein Geschlechtertester mit verborgen ist, dann können wir eigentlich auch sagen, ob da ein Mann an der anderen Seite ist oder eine Frau. Also das hat ihn auch sehr stark umgetrieben, nicht nur zwischen Maschine und Mensch, sondern auch zwischen Mann und Frau. Das sind aber auch seine Homosexualität ist lange Zeit nicht thematisiert worden. Also generell ist da die Informatik ein wenig mit zugedrückten Augen unterwegs gewesen. Aber ich freue mich, dass das jetzt aufgehoben wird, hoffe ich. Ja, bin ich so zu hören? Ist das zu laut oder passt? Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen kann. Erstmal im Rahmen des FIF, aber zum Zweiten auch hier an der TU Berlin, wo für mich letztendlich alles begann. Vor knapp 25 Jahren war ich hier wissenschaftliche Mitarbeiterin 1993 bei Dirk Siefkes, aus der Mathematik kommt in die Informatik, die ich damals als eine sehr, sehr offene Disziplin empfunden habe, zumindest in dem Kontext, wo ich mich bewegte, wo ich sehr viel eben auch von Dirk Siefkes, der leider dieses Jahr hier FIF-Mitglied sehr aktiv gestorben ist. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich denke, ohne diese Erfahrung wäre ich gar nicht in der Wissenschaft geblieben. Dies als kleine Vorbemerkung und vielleicht auch noch mal weiter historisch ergänzend. Ich möchte noch ein bisschen gleich weitermachen mit einigen historischen oder auch aktuellen Hintergründen, ein paar Beispiele benennen, etwas zur Macht der Algorithmen und dem Degendering, dem Möglichen auch auf technischer Ebene sagen, hier heute, vielleicht auch nochmal zum Corporate Design meiner Folien. Seit heute Morgen habe ich die Bestätigung meiner Ernennungsurkunde als Professorin weiter hier an der TU Braunschweig losgeschickt. Also jetzt bin ich noch mal 2 Monate bis Ende Januar, also 2017 an der TU Braunschweig neben dem Gastprofessorin-Status an der TU Graz. In Braunschweig bin ich eben seit 4 Jahren im Maschinenbau tätig und freue mich jetzt auch wieder in etwas näheren, an der Informatik stehenden Disziplinen, nämlich der E-Technik und Informatik, tätig zu sein aktuell. Ich war aber jetzt doch etwas schockiert, wie ich hier in Graz mit Studierenden in Kontakt kam, die mir eben sagten, warum brauchen wir denn eigentlich Gender Studies, wenn ich später tätig bin, in der Informatik, dann was mache ich da? Ich arbeite eigentlich nur formale Spezifikationen ab. Das ist ein sehr unzutreffendes Berufsverständnis, denke ich mal, ja, zum einen. Und ich dachte, oh je, jetzt sind wir doch wirklich nochmal wieder zurück bei dem, was wir eben 1993 hier schon in der Arbeitsgruppe und intensiv diskutiert haben. Dass es eigentlich nicht geht, die Informatik als etwas Abgeschlossenes zu verstehen, was eben
ja, nur im technischen Raum und ohne dass die Gesellschaft, das soziale, die sozialen Kontexte zu verstehen. Das geht auch weiter, also das ist nicht nur, sind beide Studierenden anscheinend noch weiterhin vorherrschend als Bild, sondern auch bei meinen Kollegen, Professor Renn, sage ich in diesem Kontext ganz bewusst, die mir das eben auch für entsprechende Forschungsprojekte immer wieder sagen. Also es wird immer wieder doch heutzutage noch von neutraler Technik gesprochen, und zwar in einem Sinne, dass sie von ihren sozialen Kontexten entledigt wird. Es geht teilweise eben noch weiter, auch in Bezug auf Algorithmen. Im Februar hat einer meiner ja, liebsten AfD-Freunde, sag ich mal, jetzt freundlich gemeint, dass ich auch nicht über Algorithmen sprechen darf. Er ja, hat eben auch versucht, hier wieder die Neutralität der Algorithmen zu retten und das auch Fokus veröffentlichen dürfen. Das finde ich schon ein sehr starkes Stück. Und um jetzt auch noch mal wieder ja, den historischen die Kurve zu bekommen hin zu weiteren ja, eigentlich Sachen, die wir schon mal gewusst haben in der Informatik, möchte ich das Paper von Wegner oder zumindest den Titel hier noch mal kurz zitieren. Also 1999 veröffentlicht, in Deutschland in die Diskussion gekommen. Anfang der 2000er Jahre wurde diskutiert, warum Interaktion eben so viel mächtiger ist als Algorithmen. Und ja, damit ist auch, denke ich, eine ganze Menge passiert in ganzen Bereichen von HCI etc., aber ja, heutzutage wird doch wieder ganz stark über Algorithmen diskutiert. Sie stehen im Zentrum sowohl der Informatik, aber eben auch des öffentlichen Interesses, und da setze ich eben eigentlich auch mit dem Vortrag nochmal an. Also da könnte man natürlich auch nochmal auf einer Metaebene drüber nachdenken, ja, wie kommt es? Ist es nicht auch ein Stück weit wieder ein Backlash zu den Algorithmen zurückzugehen? Das hat natürlich Gründe, das ich weiß, klar, da wir reden ja auch über Big Data und so weiter heute noch weiter, aber ja, wie ist es eigentlich zu dieser Verschiebung gekommen? Gender Studies fragen ja auch immer wieder nach den Grundlagen, nach den Annahmen, worauf gründen wir eigentlich, und von daher kann man eben eigentlich auch nochmal fragen, ja, warum wird jetzt wieder so viel über Algorithmen diskutiert? Ja, nichtsdestotrotz ist es wichtig. Ich schließe mich dem komplett an und möchte jetzt eben im Folgenden ein paar Beispiele benennen, warum das gerade aus Geschlechterforschungsperspektive wichtig ist. Das ist wahrscheinlich für die Informierten nicht so viel Neues. Nichtsdestotrotz möchte ich das hier noch einmal benennen. Ich fange mal mit dem sehr bekannten Beispiel 2013 schon, ja, von den UN Women in einer Kampagne hinaus geworfenen Google Autocomplete Beispiel an, wo eben ja, die Frage ist, warum bestimmte Anfangssätze wie Frauen sollten oder sollten nicht mit sehr krassen sexistischen ja, Endungen weitergehen. Gut, Google ist natürlich auch immer so ein, da kann man sehr gut nochmal drauf
draufhauen, sag ich mal, oder eben das als krasses Beispiel benennen. Das geht weiter, eben auch, wenn wir Geschlechterforschung eben intersektional verstehen und nicht nur in Bezug auf die Kategorie Geschlecht, sondern generell als Ungleichheitsforschung fällt natürlich auf, dass uns bestimmte Hautfarben als erstes ins Auge springen und vorgeführt werden. Es gibt aber eben auch noch ein paar weitere sehr prägnante und bekannte Beispiele, die sich immer wieder auch zur Demonstration eignen, um erstmal aufzuzeigen, wie kritisch so etwas wie Algorithmen auch sein kann und nicht so rein neutral. Gibt es einige Untersuchungen über welche Jobs ich eigentlich angezeigt bekomme als Frau oder als Mann, wo eben Frauen doch immer wieder eher nicht die besser bezahlten Jobs als Anzeige bekommen oder genauso eben mit entsprechenden Namen, eher afroamerikanisch klingenden Namen. In den USA gibt es eben Untersuchungen, dass die hier häufiger mit Einträgen in Vorstrafenregistern in Zusammenhang gebracht werden. Das sind sehr krasse Beispiele, die eben häufig eher aus den USA kommen. Es gibt weiter ganz gute Untersuchungen, die auch eher populär wissenschaftlich aufgeschrieben sind. Dieses Buch möchte ich jetzt hier einfach mal als Beispiel benennen. Cathy O'Neill, die jetzt bin ich schon etwas zu weit. Den Risk Score lasse ich hier mal aus. Cathy O'Neill, die eben sehr schön aufzeigt, wie im Rahmen von Big Data auch, da kommen wir jetzt eben in den nächsten Bereich, bestimmte Entscheidungen getroffen werden, also Policy-Entscheidungen, und da geht es sozusagen, wird es nochmal deutlicher, dass es nicht nur immer um die Frage geht, passiert das so, es werden sozusagen auch konkret politische Entscheidungen getroffen, wo auf Algorithmen zurückgegriffen wird, um bestimmte Bewertungen in Jobs vorzunehmen. In den USA zum Beispiel eben Lehrende in den Schulen mit Kriterien, die ich sag mal, ungerecht sind, in dem Sinne, dass sie eben mit einem gesunden Menschenverstand angeschaut überhaupt nicht das liefern, was wir uns normalerweise vorstellen würden. Zum Beispiel werden Fälle beschrieben von Menschen, die wirklich ihren Job verloren haben als Lehrende in diesem Buch, wo wahrscheinlich einfach vorher die Lehrerin in der Schule sehr hohe, gute Bewertungen von den SchülerInnen vorgenommen haben in den Klassen davor. Und als sie dann selber die Klasse übernommen haben, haben sie normal bewertet. Das wurde sozusagen von den Algorithmen aufgenommen und nicht nochmal, wie soll ich sagen, menschlich überprüft. Und die Leute haben einfach ihren Job verloren. Sie zeigt sehr viel weitere Beispiele auf, eben Online-Werbung hatten wir eben schon, Stellenbewerbung kennen wir vielleicht auch, dass die automatisch teilweise vorsortiert werden, Vergabe von Krediten, von Versicherungen, ob das möglich ist, versichert zu werden etc. pp. Und in all diesen Fällen stellt sie immer wieder fest, dass die
Armen ärmer werden und eben nicht Zugangschancen bekommen, sei es eben zu Jobs oder eben Krediten und so weiter und so fort, und sich diese Spirale weiter fortsetzt, indem sich diejenigen, die Entscheidungen treffen, letztendlich auf bestimmte Algorithmen verlassen. Sie zeigt das eben als immerhin in Harvard promovierte Mathematikerin auch auf. Wir haben also sehr viele Fälle, die uns zeigen, dass das zumindest in den USA schon ein sehr kritisches Problem geworden ist. Von Deutschland habe ich das jetzt noch nicht in dem Sinne gehört, aber ja, es ist die Frage, inwieweit es eben sich auch hier immer weiter durchsetzt, dass Entscheidungen auf Basis dieser Algorithmen getroffen werden in politischer Ebene. Ich möchte noch ein weiteres, auch sehr bekanntes Beispiel hier anführen, was dann nochmal weitergeht. Also vorher hatten wir ja die Entscheidungen, die aufgrund bestimmter Daten getroffen worden sind. Hier kommen jetzt die Nutzenden ins Spiel. Ich denke, das ist auch weit bekannt, dass der Chatbot Tay von Microsoft, das ist jetzt im Frühjahr hier, nehmen wir mal als Beispiel, eben aus der FAZ, wie darüber berichtet wurde. Der Chatbot musste nach sehr kurzer Zeit, nicht mal einem Tag, wieder vom Netz genommen werden, weil er eben sehr schnell von den Nutzenden sexistische und rassistische Fakten gelernt hat, vermeintliche Fakten, bis hin eben zur Verleugnung des Holocaust. Das heißt also, das, was wir sonst vielleicht im Bereich von HCI häufig kennen, dass wir einfach die Nutzenden mit reinnehmen und hineinbeziehen in die Technikentwicklung, scheint eben bei diesem Fall nicht unbedingt immer hilfreich zu sein. Im Gegenteil, wenn wir eben eine politische Lage haben, und ich denke, die Wahlen haben uns das ja jetzt hier in den USA auch deutlich vorgeführt, wo bestimmte Mindsets sich immer stärker durchsetzen. Da hilft es nicht unbedingt, nach vorne zu kommen, wenn wir die Nutzenden in die sozusagen Datengenerierung hinein bekommen. Das ist also nochmal ein neues Phänomen, denke ich, was wir auch von der Technikgestaltungsseite her uns anschauen müssen. Ich möchte jetzt noch aber ein letztes Beispiel, um noch mal stärker in die Wissenschaft auch zu blicken, bringen, dass auch da sozusagen Algorithmen durchaus Geschlecht und damit womöglich Ungerechtigkeit herstellen können. Das sind Ergebnisse von meiner Kollegin Annelies Kaiser in Freiburg und Basel, die mit, ich denke, Britta Schinz, die kennt sie auch gut, zusammen mit ihren Kolleginnen herausgefunden hat, dass wenn man diese schönen Bilder vom Gehirn erzeugt, dass das nicht unbedingt neutral ist. Sie hat auf einen Daten, oder die Gruppe hat auf einen Datensatz zwei verschiedene sehr übliche Algorithmen in diesem Bereich der Neurowissenschaften losgelassen und einmal eben signifikante Geschlechterunterschiede
feststellen können, mit dem einen Algorithmus, in dem anderen Fall nicht. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel nochmal dafür, dass ja, das auch nicht unbedingt immer intentional sein muss, die Diskriminierung. Ja, es kann eben auch passieren, dass das ganz, ja, ohne dass diejenigen, die die Algorithmen entworfen haben, da Hintergedanken gehabt haben, ja, es passiert, dass Geschlechterdifferenzen auftauchen oder eben nicht. Und diejenigen, die sich im Diskurs auskennen, die wissen, dass gerade ja, die Neurowissenschaften auch immer wieder ein sehr umstrittenes Feld sind, aktuell in den Gender Studies, wo eben darauf Bezug genommen wird oder sich darauf berufen wird, dass ja, dass wir sozusagen ja schon vom Körper her unterschiedlich sind als Frauen und Männer. Das heißt, das ist sozusagen ein Feld, was für die Geschlechterforschung nicht unwesentlich ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch Geschlecht immer wieder sozial auch herstellen. Und ja, das ignoriert vielleicht auch jetzt dieses Argument letztendlich natürlich, dass das Gehirn oder vielleicht auch der Körper generell eher Plastizitätsvorstellungen unterliegt, das heißt geformt werden kann. Ja, das ist sozusagen sind ein paar Indizien dafür, wie wichtig das ist, nochmal auf die Kategorie Geschlecht und andere Ungleichheitskategorien zu schauen, in den Effekten, die Algorithmen haben. Und die Frage ist, jetzt gehe ich sozusagen nochmal weiter, wie können wir das wissenschaftlich untersuchen? Und da möchte ich sozusagen einmal die sozialwissenschaftliche, einmal die eher informatische Perspektive einnehmen. Ich denke, ich komme jetzt schon mit meiner Zeit etwas in Schwierigkeiten. Deshalb werde ich jetzt eine Folie zumindest überspringen und zu den eher soziologischen Ergebnissen kommen, die in den letzten Jahren ja entwickelt worden sind, um genau diese Phänomene, dass wir den Algorithmen letztendlich immer mehr Macht zugestehen, gesellschaftlich irgendwie ja, versuchen zumindest zu fassen. Jetzt erstmal von Seiten der Science and Technology Studies. Ich möchte hinweisen auf ein schönes Special Issue zu Governing Algorithms, was im Januar hier in Science, Technology and Human Values der Zeitschrift erschienen ist, wo sehr heiß diskutiert wird, ja, wie können wir sozusagen diese Gouvernementalität von Algorithmen jetzt eher, ich sag mal, aus einer soziologisch- und geisteswissenschaftlichen Perspektive fassen. Wie können wir das eigentlich begreifen? Da sind sehr schöne Artikel drin und ja, hier dieses Zitat von Malte Ziewitz macht nochmal, von Cornell macht nochmal sehr, sehr deutlich, dass eben Algorithmen im Moment auch eben in nicht nur in der Informatik, sondern in den soziologischen Theorien ein großes Thema sind. Die Frage ist, ja, was macht es sie? Was macht es eigentlich so gefährlich oder so machtvoll, diese Algorithmen aktuell, und warum wird darüber so viel gesprochen? Ich komme sozusagen auf die eine Eingangsfrage nochmal weiter zurück. Der Lukas Introna, Soziologieprofessor in Lancaster, hat darauf letztendlich drei Antworten gegeben. Er ja, sagt, einerseits sind eben Algorithmen so unglaublich unergründlich. Ja, wir wissen letztendlich nicht genau, wie sie funktionieren. Ja, also wir können sie ganz schwer, wenn wir so einen Algorithmus haben, wir können sie erstmal klar
schwer als maschinenlesbaren Code lesen, aber selbst wenn wir den Code, den Source Code lesen können, heißt es bei sehr großen Programmen jetzt nicht unbedingt, dass wir so ein Gesamtverständnis von Handlung erzielen können. Algorithmen werden natürlich, wenn wir Machine Learning Algorithmen haben, wenn wir genetische Algorithmen haben und insbesondere eben im Kontext von Big Data immer mehr zu Black Boxes. Umgekehrt merken wir, und das denke ich, haben die Beispiele vorher gezeigt, dass Algorithmen unser Leben, uns als Menschen und eben unser Leben zunehmend konfigurieren. Der Begriff des technologischen Unbewussten ist jetzt schon gefallen im letzten Vortrag. Ja, das ist schon kursiert schon länger. Das heißt, es gibt da eben so einen kleinen Widerspruch in diesen Unergründlichkeiten. Es ist ein bisschen anders als diese Sichtbarkeit der Infrastrukturen und Technologien, von denen wir jetzt im letzten Vortrag gehört haben. In diesem Sinne hier, wenn es ums Politische geht, um die politischen Effekte, wollen wir vielleicht eben doch wissen, was diese Algorithmen tun im Vergleich zu Infrastrukturen und Technologien, die uns einfach nur unterstützen sollen, die letztendlich hinter dem Bildschirm hinter dem, was wir tun, unsichtbar werden sollen und uns einfach nur begleiten und unterstützen. Das sind unterschiedliche Visionen und unterschiedliche Anwendungskontexte. Und ich denke, das macht nochmal sehr deutlich, warum wir da spezifisch auch von einer wissenschaftlichen Seite reinschauen müssen. Es gibt eine zweite Antwort, die immer wieder letztendlich gesagt wird, gegeben wird, warum diese Algorithmen aktuell so was war das? Wo, ist die Zeit aus? Warum Algorithmen so machtvoll sind, das ist die Ausführbarkeit. Da kann man natürlich darüber nachdenken, was ist das Spezifische von Algorithmen in der Ausführbarkeit im Vergleich zum Beispiel zu Sprache oder eben vielleicht auch, das wird gleich viel heller, oder auch zu rechtlichem Code, ja, der muss ja auch ausführbar sein. Ich denke, das macht vielleicht auch noch nicht, gibt keine ausreichende Erklärung, warum es gerade so wichtig ist, aktuell die Algorithmen sich genauer anzuschauen und damit eben eine Erklärung zu bekommen. Die Ausführbarkeit, Executability ist wahrscheinlich auch noch nicht die letztendgültige Antwort. Die Antwort, die Lukas Introna gibt und der ich auch sehr zugeneigt bin, ist zu sagen, das Hauptproblem ist die Performativität von Algorithmen, die er hier sehr schön erklärt in diesem Zitat, ja, wo es nochmal sozusagen um diesen Prozess geht, dass Algorithmen in einem Flow eingebettet, also sie haben ein zeitliches Element und sie bringen sozusagen in ihrer Ausführung, in ihrem Enactment gleichzeitig sozusagen Empirisches, zum Beispiel eben Daten über das, was wir über bestimmte Menschen wissen, über Frauen und Männer, aber vielleicht auch andere, zusammen mit ontologischen Annahmen und mit normativen Setzungen. Und das ist sozusagen das Hauptproblem. Performativität ist ein sehr zentraler Begriff, auch insbesondere in der Geschlechterforschung, nicht nur dort. In der Geschlechterforschung wird eben auch Geschlecht als etwas Performatives verstanden, also etwas, das alltäglich hergestellt wird, immer wieder neu produziert werden muss, und zwar in einem
iterativen Zitationsprozess. Wir haben da jetzt nicht unbedingt ein Original, wir haben nicht die prototypische Frau, wir haben nicht den prototypischen Mann. Nichtsdestotrotz wissen wir letztendlich immer wieder, worauf wir uns beziehen, wenn wir unsere Geschlechtlichkeit im Alltag darstellen oder eben auch wahrnehmen bei anderen. Das ist sozusagen nicht unbedingt auf ein Original, aber eben auf bestimmte Vorstellungen bezogen. Performativität heißt aber darüber hinaus auch Prozess als etwas vom des gleichzeitigen Hervorbringens zu verstehen. Das heißt, wenn man jetzt nicht nur Geschlecht, sondern auch Technik hier mit hineinbezieht, mit hineindenkt, zum Beispiel eben auch Algorithmen, dann werden diese gleichzeitig hervorgebracht. Also wir haben nicht präexistierende Subjekte als Männer und Frauen und präexistierende Algorithmen, die dann irgendwie weiterentwickelt werden, sondern in dem Prozess des Werdens werden sowohl die Algorithmen, die Technologien, als auch die Subjekte, die damit handeln, hervorgebracht als solche, als Männer und Frauen und eben als auch Technologie. Und das ist sozusagen eine Grenze, die vorher nicht unbedingt da gewesen ist. Und damit können aber eben auch Vergeschlechtlichungsprozesse von Technik nochmal neu gedacht und begriffen werden. Also ich denke, da haben wir große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie wir sozusagen theoretisch begreifen können, was Algorithmen und Technologien sind. Diejenigen, die mich kennen, die wissen aber, dass mir so etwas nicht ausreicht. Ich denke, gerade als ursprünglich Informatikerin dann auch immer wieder daran, es muss auch etwas gegen diese problematischen Vergeschlechtlichungen passieren. Ja, es geht nicht immer nur dabei stehen zu bleiben, zu analysieren und zu verstehen, wie diese Vergeschlechtlichungsprozesse oder auch Rassifizierungsprozesse etc. pp., wie die zustande kommen, sondern wir müssen eigentlich auch weitergehen und schauen, inwieweit wir in der Informatik zum Beispiel als einem Bereich zu Entvergeschlechtlichungen kommen von den Artefakten. Und da ist natürlich, wenn man so wie ich von einer wissenschaftlichen Position aus spricht, erst einmal die Frage, wie kann man das definieren? Wie kann man sozusagen etwas Negatives, nämlich die Entvergeschlechtlichung, ja, also die so etwas problematische Vergeschlechtlichung, wie kann man dieses End irgendwie fassen? Dazu ist es natürlich erstmal gut, zu definieren zu können, was heißt eigentlich Bias, ja, oder Vorurteile, wie es manchmal übersetzt wurde, in Maschinen. Da haben wir eben schon längere Diskussionen, immerhin 20 Jahre alt, was das bedeuten kann. Wir haben aber aktuelle Debatten auch über die Fairness. Zum Beispiel Cynthia Dwork hat jetzt gerade über Klassifikationen sehr intensiv geschrieben, schon 2012. Das ist schon etwas älter, wo sie zumindest jetzt auch in einem US-amerikanischen Kontext versucht, diese Repräsentativität von bestimmten Gruppen, Bevölkerungsgruppen in den USA auch durch bestimmte Klassifikationen herzustellen. Das sind sehr spannende Ansätze, weil sie eben genau diesen Übergang schaffen von den jetzt eher soziologisch inspirierten Gedanken hin zu, wie mache ich das dann eigentlich in der Informatik? Wie messe ich das konkret? Hier geht es sozusagen wirklich um Mathematik und Messen und Erkennen von Ungerechtigkeit auf dieser Ebene mit Hilfe von Algorithmen, die sozusagen genau versuchen, es hier besser zu machen und diese Biases zu vermeiden.
Sie hat in ihrem Paper von 2012 auch einen Catalog of Evils aufgestellt, ja, also ja, bestimmte Verhaltensweisen, die eben von Algorithmen vermieden werden sollen. Ich möchte jetzt angesichts der Zeit nicht komplett durchgehen durch diesen Katalog. Der hat insgesamt 6 Punkte, aber vielleicht hier nochmal den untersten Punkt, dieses Redlining, herausgreifen, wo direkt definiert wird, ist Redlining is a practice of arbitrarily denying of ja, or limiting financial services to specific neighborhoods generally because of residents, its residents are people of color or poor. Ja, also das sind sozusagen die Sachen, die hier von der Cathy O'Neill ganz gut herausgearbeitet worden sind, wie praktisch ja bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Ja, über den Zugang jetzt in dem Fall auch über Finanzen. Das wird in der nächsten Kategorie noch etwas weiter gefasst. Also all das versucht sie und ihr Team zu vermeiden mit Hilfe von entsprechenden Algorithmen. Es geht noch ein bisschen weiter. Also ich habe jetzt das letzte Mal vor einem halben Jahr genauer dieses Thema recherchiert, wissenschaftlich. Ich habe das Gefühl gehabt, wie ich jetzt mich für diesen Vortrag vorbereitet habe. Die Forschungsliteratur ist wirklich explodiert. Es gibt unglaublich viel Forschungen, die im letzten Jahr entstanden sind, veröffentlicht worden sind, die alle in so eine Richtung zielen. Wie kann ich sozusagen Algorithmen etwas fairer machen? Wie kann ja ein Algorithmus überhaupt gefasst werden, der ethisch oder accountable, heißt es hier, ist? Wie kann ich das realisieren? Und das sozusagen nochmal spezifisch mit diesem Performativitätsansatz auch auf ganz, ganz konkrete Problemfälle hin anschauen. Ja, also wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Fälle, wie das sozusagen jetzt wiederum technisch zu vermeiden ist. In manchen Fällen, die ich vorher an diskriminierenden Praktiken von Algorithmen genannt habe, geht es eher um die Modelle, die hinter den Algorithmen liegen. In anderen Fällen geht es eher um die Daten, die sozusagen eingespeist werden, wie beim Machine Learning. In manchen Fällen ist es sozusagen ganz explizit ja darauf ausgerichtet, dass bestimmte Menschen diskriminiert werden sollen durch den Algorithmus, wie das eben die Cathy Neal aufgezeigt hat. In anderen Fällen passiert es so aus Versehen, wie bei den ja Algorithmen, die ich aufgezeigt habe für die Neuro Wissenschaften, ja, wo die Unterschiede in den Hirnfunktionen einmal fest signifikant waren und einmal eben nicht. Ich denke, das war jetzt nicht beabsichtigt von denjenigen, die die Algorithmen gebaut haben. Ja, das heißt, wir haben es hier immer mit ganz, ganz unterschiedlichen Problemen zu tun, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen und die eben auch auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie denen begegnet werden muss. Also es ist gerade vor einer Woche ein Paper noch nicht veröffentlicht, sondern nur als Entwurf ins Netz gestellt worden, was ich hier in den Anfangszeilen mit rein kopiert habe, zu Accountable Algorithms in den USA, die eben versuchen, genau diese ganz unterschiedlichsten Perspektiven, die ich eben benannt habe, denen gerecht zu werden. Und sozusagen ein Überblicksartikel hat allerdings 66 Seiten zusammenzufassen, wie sozusagen Algorithmen ja fairer gebaut werden
können. Ich denke, das wäre wirklich ein lohnenswertes Vorhaben, jetzt nochmal gemeinsam da durchzugehen. Da haben wir jetzt heute nicht die Zeit zu. Und ich würde aber liebend gerne dazu mal Seminare zum Beispiel machen oder kleine Forschungsexkursionen dort hinein, und um zu schauen, ob das, was ich mir vorstelle als Degendering, nämlich wirklich eine Methodik zu entwickeln für kritische Technikgestaltung durch dieses Paper schon abgedeckt ist oder wir da auf einem Weg sind. Ich denke, in vielen, vielen anderen Bereichen der Informatik haben wir eben mit beispielsweise partizipativen User-Centered Design-Ansätzen schon Ansätze gewonnen, die bestimmten Problematiken der Vergeschlechtlichung entgegenwirken können. Aber gerade was den Bereich von Algorithmen, so wie ich ihn jetzt hier vorgestellt habe, da sitzen wir noch ein bisschen in den Anfängen. Da muss, glaube ich, noch sehr viel getan werden, um das wirklich zu einer solchen Methodik hin zu gebastelt zu bekommen und zusammenzubringen. Aber ich denke, das wäre jetzt das große Vorhaben, was im Moment wissenschaftlich auf den Weg gebracht werden sollte, meines Erachtens, und da komme ich jetzt sozusagen schon zum Fazit auch, was ist zu tun, wie kommen, was sind eigentlich ethische, faire Algorithmen? Ich denke, da gibt es jetzt so ein paar erste Ansätze und Definitionen, die in den letzten ein, zwei Jahren besonders heiß diskutiert worden sind, und wie vermeiden wir eben diesen Bias, der immer wieder reinkommt. Ich denke, es ist immer noch notwendig, ganz viel Forschung weiter dazu zu betreiben, und ich würde das sehr, sehr gerne auch mit unterstützen. Es geht weiter um die Sichtbarkeit auch dieser ganzen Problematik. Ich denke insbesondere diejenigen, die Entscheidungen treffen in der Politik, Öffentlichkeit, wo auch immer, müssen dafür noch viel, viel stärker sensibilisiert werden. Das wäre sozusagen also auch ein Aufruf in Richtung Journalismus. Aber ich komme eher aus der Universität der Lehre. Also mir wäre es auch ein Anliegen, diese ganzen Fragen und Probleme in die Lehre der Informatik mit hineinzubringen und in diesem Ganzen eben auch immer wieder so eine gleichberechtigte Diskussion auf Augenhöhe zu führen zwischen denjenigen, die sich als Geschlechterforschungsexpertinnen verstehen oder eben auch aus den Sozial- und Geisteswissenschaften kommen. STS ist jetzt hier schon heute auch benannt worden, und auf der anderen Seite eben auch diejenigen, die sich in der Informatik auskennen. Ich habe deshalb eben diese Geschlechterinterferenzen auch nochmal als Bild hier mit hinein genommen zum Schluss, weil das für mich sehr schön als Metapher auf den Punkt bringt, was wir tun müssen. Es geht nicht darum, dass die Geschlechterforscherinnen jetzt die InformatikerInnen anleiten oder umgekehrt eben eine Hierarchie in die andere Richtung passiert, immer die einen den anderen etwas vorwerfen, sondern wir müssen eigentlich gemeinsam interdisziplinär da etwas auf den Weg bringen, und erst in der Überlagerung der Wellen der verschiedenen, die hoffentlich große Wellen, die wir da schlagen können, die schlagen sich ja jetzt schon, also wir müssen da vielleicht auch manchmal nivellieren, wird etwas entstehen, wo wir dahin kommen, wo wir kommen müssen, wenn wir diese Diskriminierung vermeiden wollen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, mir ist auch die Verwendung des Algorithmenbegriffs als Informatiker, das stimmt, das hat sich gehäuft, vor allem in den meisten Fällen
meint man gar nicht das, was wir unter Algorithmen verstehen. Ja. Also ich glaube, das Wort klingt irgendwie toll. Da ist ein TH drin, das ist so von der Rechtschreibung her schwierig, es ist was Mystisches. Früher hätte man wahrscheinlich nur Computer gesagt, aber jetzt hat jeder einen Computer, also muss das noch was sein. So wie man auch heutzutage nicht mehr Internet sagt, wenn es um Bedrohung geht, sondern Darknet oder so etwas, weil jeder ja Internet nutzt. Ich würde fast sagen, es ist eher dass man weiß, worüber man spricht. Man hat einen Diskurs, den man damit transportiert. Aber ich glaube, man spricht nicht tatsächlich über Algorithmen, so wie du das tust. Ja. Ja, vielen Dank, Corinna. Ich wollte zu den FMRT-Messungen von Annelies Kaiser was sagen zunächst mal. Also es waren die gleichen Datenmengen aus den FMRT-Messungen, die mit verschiedenen statistischen Schwellenwerten ausgewertet wurden. Das sind keine Algorithmen, sondern Schwellwerte. Okay. Und die drei unterschiedlichen Schwellwerte, die sie genommen hat, sind alle medizinisch begründbar. Mhm. Und da hat einmal bei Sprachuntersuchungen bei Männern nur linksseitige Aktivierung stattgefunden und bei Frauen beidseitige. Das ist was, also populär veröffentlicht wird. Mhm. Bei dem T2-Schwellwert war es so, dass beide Geschlechter nur linksseitig aktiviert wurden und beim T3-Wert war es genau umgekehrt. Die Männer waren beidseitig und die Frauen nur linksseitig. Das heißt also, wie kontingent diese Schwellwertsetzungen die Ergebnisse steuern und wie gefiltert die Ergebnisse sind, um das zu erreichen, was man populär in die Welt setzen möchte. Ich wollte aber etwas, was dich an dich anschließt, über Algorithmen sagen. Es gibt ein starkes Missverständnis, was Algorithmen sind. Also bei geschlossenen Problemen ist es so, dass die Algorithmen formale Spezifikationen abarbeiten, möglichst optimal oder wenn das nicht geht, dann eben suboptimal oder mit Heuristiken oder mit Constraints. Und da ist also die Spezifikation und die Datenstruktur wird von Menschen spezifiziert und das ist natürlich nicht objektiv. Das hat unsichtbare Biases durch die Dekontextualisierung, durch Filter, die man machen muss, weil man es eben vereinfachen muss. Und anders bei Extreme Programming, wo man eben jetzt laufende Dateninputs hat oder nicht geschlossene Lösungen hat, mit statistischen Verfahren, mit Lernalgorithmen auf statistischen Daten oder stochastischen Verfahren, die an Big Data aufsetzen. Hier ist der kontingente Input verantwortlich für die Biases und nicht die Algorithmen. Die Algorithmen selbst sind weder objektiv noch biased. Sie sind mathematische Verfahren, die in die Lebenswelt eingebettet werden, mehr oder weniger angemessen. Deswegen ist es meiner Meinung nach nicht möglich, dass es ethische oder faire Algorithmen gäbe. Ja, das ist ein guter Einwand. Erstmal vielen Dank für die Differenzierung. Ich finde, das ist immer ganz wichtig und das geht natürlich genau mit diesen Sichtbarkeiten, Unsichtbarkeiten. Was wird da eigentlich mit so einem Begriff wie Algorithmus auch verschleiert ein Stück weit einher? Ich habe versucht, ich bin da vielleicht ein bisschen zu lax umgegangen an manchen Stellen selber. Natürlich, es geht manchmal eben um Schwellenwerte. Manchmal geht es um Daten und so weiter und manchmal um Modelle. Ich denke, da muss man eben spezifisch hinschauen und ich denke, das ist genau das, was sozusagen auch dieser Performativitätsbegriff nahelegt. Ja, wir können sozusagen nicht von Algorithmen und ihrer sozialen Eingebettung im Allgemeinen sprechen, sondern wir müssen, um wirklich herauszufinden, was das Problem ist, in jedem spezifischen Fall genau hinschauen. Ja, und müssen hinschauen, wo da vielleicht in dieser Einbettung und in dem Konkreten auch, ist das sozusagen durch bestimmte Daten gespeist, kommen die von den Nutzenden
kommen die eher von Statistiken oder wo auch immer. Da müssen wir genauer erstmal die Quelle oder das Problem identifizieren. Und je nachdem, wo das Problem liegt, da kann man dann vielleicht dagegen etwas setzen und vorgehen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt hier vorschlage. Vielleicht muss ich nochmal über die Benennung nachdenken, ja. Das ist ein ganz guter Hinweis, danke. Aber letztendlich ist das sozusagen gemeint, dass sozusagen eine Differenzierung da stattfinden muss. Und ich bin gespannt, hier eben nochmal mit ja auch Interessierten das Paper, dass das versucht, schon mal zu diskutieren mit den Accountable Algorithms, zu schauen, ob man das nicht vielleicht dann doch als Accountable Algorithm dann definieren kann, wenn man damit sozusagen schon mal die Repräsentativität beispielsweise wie das, was die Cynthia Dwork gemacht hat, von bestimmten Bevölkerungsgruppen besser abbilden kann und checken kann, ist das wirklich, passt das, ja, und hat man die Kategorien auch gut, die Klassifikationen gut gewählt, ja, also ich finde, das ist vielleicht schon mal ein erster Ansatz, ja, dass da eine Repräsentativität stattfindet und überprüft werden kann, also ob man das dann wirklich ja so benennt und sagt, das ist jetzt ein Accountable Algorithm, kann man vielleicht drüber streiten, klar. Ja, Eberhard Zehn, ne? Ich will mal versuchen, das noch zu vertiefen, was Britta gerade angestoßen hat. Wir haben diesen klassischen Algorithmenbegriff, berechenbare Funktion, und der ist, glaube ich, das erste Mal verändert worden durch das Prinzip des neuronalen Netzwerkes. Ja. Da steckt auch ein Algorithmus drin oder eine Klasse von Algorithmen. Mhm. Aber es waren sehr viele Parameter dort zu setzen. Wenn das Netz beginnt zu arbeiten, dann sind die Parameter sozusagen geraten, geschätzt, unbesetzt. Und dann fängt man an, das Netz zu trainieren. Ja. Und das heißt, man gibt irgendwelche Datensätze vor und schaut, was rauskommt, und verändert dann mehr oder weniger gezielt diese Parameter nach den eigenen Erwartungen. Ja, und das ist das, worauf ich raus will. Wir haben jetzt auch Algorithmen in diesen Big Data Verfahren, Deep Learning und so weiter drin. Und wir haben aber viel, viel mehr Parameter als damals bei den neuronalen Netzen. Das ist nicht mehr überschaubar. Und jetzt gibt's Leute, die Erwartungen an das Netz formulieren, und die trainieren damit auf eine gewisse Art und Weise diese Parameter heraus, ja, und dann können wir gucken, wer setzt denn eigentlich die Erwartungen. Genau. Ja. Und vielleicht müssen wir nicht auf die Algorithmen schauen, sondern wir müssen auf die schauen, die die Erwartungen setzen. Ne? Beim Scoring ist die Frage, was ist ein guter Bankkunde? Ja, und das haben natürlich Leute gesetzt, die den klassischen Blick haben, ob das jetzt gut ist fürs Wirtschaftssystem, für die konkrete Bank, für die Menschheit als Ganzes. Das stellt sich dann hinterher erst raus, und so ist es wahrscheinlich bei vielen dieser Systeme, dass diese Erwartungen von vornherein schon mal vorgeprägt sind. Also wenn ich zum Beispiel denke, ein weißer Amerikaner ist ein zuverlässigerer Kunde als ein schwarzer Afrikaner, ja, dann werde ich das in meinem Trainieren natürlich wiedergeben, und dann kriege ich genau das Ergebnis, das ich haben will. Und das ist natürlich hochgradig unfair, das ist klar. Ja. Und deswegen müssen wir vermutlich weniger wissenschaftlich auf das Problem gucken, als aus der Frage der Machtverhältnisse raus. Ne? Also wer ist überhaupt in der Lage, die Ziele zu setzen? Und da müssen wir eingreifen dann. Ja. Genau, ja, ja. Also das ist genau das, wo die Accountable Algorithms Leute auch ansetzen im Moment. Ja, also nur das, um das noch. Also vielleicht ist der Begriff da verwirrend, aber es geht da auf der Ebene genau
drum, diese Erwartung jetzt in diesem Fall zumindest besser zu setzen. Ja, klar. Und dafür müssen wir natürlich letztendlich in einen großen Dialog auch eintreten. Ja, also das ist sozusagen dann nicht nur eine Frage von ExpertInnen in der Informatik, sondern wir brauchen da einen gesellschaftlichen Diskurs drüber und mit denjenigen, die da vielleicht von der einen Seite oder anderen Seite auch ein bestimmtes Fachwissen oder vielleicht auch Hintergründe über Machtverhältnisse mit reinbringen können. Ja. Guten Tag. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung anfangs, wie auch schon gesagt wurde. Und zwar wollte ich auf dieses Google-Beispiel zurückkommen mit der Jobsuche, wo ich mich ein bisschen frage, woher weiß Google eigentlich, dass jetzt eine Frau sucht? Mhm. Und zweitens auch mit der Frage, die ich jetzt vergessen habe. Also zu dieser Jobsuche-Frage. Mhm. Ich denke, dieser Algorithmus, die zweite Sache war diese Ergänzung des Satzes, Frauen sind oder Frauen, weiß ich nicht. Ja, also die erste Frage mit der Jobsuche. Ich denke, dass der Algorithmus so gebaut ist, dass er versucht, eine Korrelation herzustellen zwischen den Daten desjenigen, der sucht, und dann eine Gruppenbildung erzeugt und dass er dann passende Jobs sucht. Und dass dieser Bias, den der Algorithmus dann aufzeigt oder das Programm, eigentlich nicht aus dem Algorithmus kommt, sondern aus den Daten, die er schon hat. Und dass diese Daten eigentlich, und dass der Algorithmus eigentlich neutral ist, dass man dem Algorithmus quasi nur vorwerfen kann, dass er bestehende Verhältnisse reproduziert, dass er immer wieder sagt, naja, du hast die und die und die Merkmale und deswegen würde für dich der und der und der Job am besten passen. Aber jetzt sind ja Spitzenpositionen, die ausgeschrieben werden, auch oft damit verbunden, dass es zum Beispiel bedeutet viele Überstunden oder Reisetätigkeiten und dass gerade Frauen zum Beispiel diese Sachen nicht annehmen wollen aus diesen Gründen, dass die also begründet sich seltener um Spitzenpositionen bewerben als Männer. Und jetzt komme ich auf meinen eigentlichen Punkt. Wie will man eigentlich begründen, dass man jetzt der Mehrheit eine andere Richtung aufzwingen will, indem man sagt, der Algorithmus soll eben keine bestehenden Verhältnisse reproduzieren, sondern wir wissen, was er eigentlich machen sollte. Er müsste eigentlich Frauen und Männern gleich oft Spitzenpositionen anbieten. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Also, dass man weil ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen das gar nicht wollen, dass die gar nicht wollen, dass Männer und Frauen jetzt in jeder Hinsicht gleich behandelt werden, obwohl sie sich im Alltag ja immer wieder spezifisch verhalten und anders verhalten, obwohl Frauen immer wieder Frauenkleidung kaufen. Das steht ja jeder Frau frei, Männerkleidung zu kaufen. Es steht jeder Frau frei, ein Männerauto zu kaufen, Männerstudiengänge zu belegen, nicht? Das ist ja alles nicht verboten. Und freiwillig machen die Frauen das nicht. Und es herrscht aber irgendwie so die Idee vor, sobald wir nicht überall 50% Quoten haben, müssen wir die Leute noch erziehen und schubsen und anlocken und müssen was tun, damit die sich ändern. Aber es fehlt eigentlich die Basis dafür. Ich muss mal ein. Ja, weil ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also war das eine war die Frage danach, also wie Google das berechnet, und das andere war nochmal der Hinweis, was ja auch Britta Schinzel gesagt hat, also dass Algorithmen einen Bias haben können oder die Daten einen Bias haben, und dann das dritte, also die Abbildung vorherrschender Ungerechtigkeit. Wenn du da. Ja, Ungleichheit, Ungleichheit. Aber vielleicht auf die erste Frage, sind dir Kriterien bekannt, wonach Google das bewertet? Naja, die prinzipiellen Kriterien schon, wie die Algorithmen genau aussehen, wissen wir natürlich nicht. Aber ich finde diese Frage viel relevanter, nochmal zu überlegen, was wollen wir eigentlich gesellschaftlich? Ja, wollen wir sozusagen zumindest Chancengleichheit haben? Es geht ja nicht darum, sozusagen alle Frauen und alle Männer alles gleich tun können sollen müssen können schon, aber nicht müssen. Ja, aber die Chancen
Chancen sollten gleich sein, ja. Also, und das, wenn wir darüber einen gesellschaftlichen Konsens haben, denke ich, müssen wir gucken, wo müssen wir da einhaken bei den Problemen, die wir jetzt hier benannt und diskutiert haben. Ich denke, ja, man kann sagen, okay, die Algorithmen sind neutral, das sind spezifische Sichtweisen, dass es eben ja erst bei den Daten reinkommt. Aber die Frage ist, kann man die Algorithmen ohne Daten überhaupt betrachten? Ja, also ich denke, man muss schon auch immer wieder schauen, wie wirken bestimmte technische Artefakte in ihren sozialen Kontext und welche Folgen produzieren sie? Und wenn ich sozusagen einen Algorithmus kreiere und nicht das mit im Kopf habe, was damit getan wird, dann ja, entstehen ethische Probleme für mich, ja, oder also da geht's dann schon für mich auch irgendwie darum, diese soziale Gerechtigkeit mit hineinzudenken und vielleicht muss man dann eben sicherstellen, naja, wie kriege ich eben die richtigen Daten hinein, dass eben nicht immer wieder erstmal die Gesellschaft so wie sie ist, das ist ja jetzt sozusagen ihre Idee gewesen, sich reproduziert, ja, dass diese Ungleichheiten, die wir haben, dann sozusagen immer wieder sich weiter fortsetzen durch Technologien, aber ich denke, es geht eben häufig noch sehr viel weiter, es werden eben nicht nur soziale Ungleichheiten fortgesetzt, so wie sie sind, soweit wir es jetzt eben verstehen, sondern häufig werden sie einfach noch verstärkt durch Technologie. Und ich denke, bei beiden Problemen können wir ansetzen und dem versuchen, entgegenzuwirken, sowohl auf einer sozialen wie auch auf einer technischen Ebene, beziehungsweise eben in dem Zusammenspiel. Das ist sozusagen mein Plädoyer. Aber da müssen wir eben auch ein Commitment für haben, dass wir eine sozial gerechtere Gesellschaft, Welt haben möchten. So, wir haben ja gleich eine Pause, aber noch vielleicht eine Frage, damit die auch im Livestream zu hören ist, hier noch aus dem Plenum. Ich studiere selbst Informatik aktuell im Bachelor und mich würde jetzt interessieren, wo können denn ethische und faire Algorithmen und wie sie entstehen können, denn konkret im reinen Informatikstudium gelehrt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, letztendlich wahrscheinlich in jeder Vorlesung, ja, also prinzipiell, das ist eine sehr radikale Haltung. Man müsste dann natürlich im Konkreten gucken, weil nämlich genau in der Informatik, so wie ich das jetzt, ich bin jetzt leider eben seit 2009 mehr oder weniger raus aus der Informatik, aber so wie ich das eben jetzt auch von meinen Studierenden in Graz verstanden habe, wird Informatik so gelehrt, als ob sie in einem sozial freien Raum stattfindet, ja, als ob wir Technik haben, die nichts mit dem, was drumherum passiert, gelehrt wird, ja. Und ich denke, der erste Schritt könnte eben sein, dass in jeder Vorlesung nochmal geschaut wird, in welchen Kontexten stehen eben die Lehrinhalte, in welchen sozialen ja, Einbettungen passieren die Dinge. Das kann man vielleicht in den grundlegenden Vorlesungen anhand von Beispielen machen, die ja immer wieder durchaus auch ja, gefragt sind und sei es in Übungen. Das kann man in spezielleren Vorlesungen wie, was weiß ich, wenn es dann eher um Big Data oder was auch immer, Machine Learning oder so geht, da kann man das vielleicht auch direkt mit den aktuellen Forschungsergebnissen, die wir haben, zusammenbringen und die thematisieren. Also ich denke, da gibt es auf vielen Ebenen Möglichkeiten, aber ich weiß selbst, wie schwierig das ist. Also ich habe jetzt an der TU Braunschweig in den letzten Jahren versucht, mit meinen Kollegen, ich bin im Maschinenbau angesiedelt, genau solche ja, Lehrveranstaltungsprojekte zu starten. Und ja, das waren kleine Lehrforschungsprojekte. Wir haben wirklich ein halbes Jahr gebraucht, ehe wir in einer Vorlesung Einführung in die Karosserieentwicklung genau die
gemeinsam, ja, also in der interdisziplinären Übersetzung zwischen Geschlechterforschung und Kraftfahrzeugtechnik, wo wir ein halbes Jahr gebraucht haben, um die Teile der Vorlesung zu identifizieren und Lehrinhalte aufzubereiten, die dann eben geschlechterforschungsrelevante und eben genau ethische Probleme gut in Lehrveranstaltung thematisieren können. Ja, also das ist ein großes Vorhaben, weil wir eben in den letzten Jahren beobachten, dass alles, was sozial ist, immer mehr aus der Technik und auch aus den Lehrplänen herausgedrängt wird. Und dann gibt es vielleicht mal irgendwo so einen extra Kurs, ja, jetzt kann ich Ethik oder was auch immer machen, wenn ich was Technisches studiere. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Studiengang ist oder hier auch an der TU Berlin. Also früher war das sehr viel verbreiteter und ich denke, das ist der erste Schritt, das überhaupt wieder zu thematisieren, dass Technik etwas Gesellschaftliches ist, etwas Historisches ist, etwas, was Effekte hat in der Welt, Auswirkungen hat in der Welt. Ich denke, da waren wir eben vor vielen Jahren schon mal sehr viel weiter eben so ein Thema wie Informatik und Gesellschaft viel stärker in den Köpfen verankert war und eben auch in den Lehrveranstaltungen. Ja, und das ist sehr stark zurückgefahren. Ich möchte hier nur noch mal an diese Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg von den US-amerikanischen Alliierten und anderen eingefordert erinnern, ja, dass diese Technische Universität, die ist nur deshalb wieder eröffnet worden, mit der Unterstützung eben von außen, weil gesagt wurde, wir brauchen eben IngenieurInnen, die aber auch gleichzeitig sozial- und geisteswissenschaftliche Themen verstehen und lernen müssen. Und es wurde danach eben integriert. Vielleicht ist der Integrationsprozess nicht so glücklich gelaufen, ja, ich weiß es nicht. Aber es ist eben zunehmend seit den 90er Jahren rausdefiniert worden. Ja. Es ist aus den Lehrplänen und den Köpfen rausdefiniert worden, dass Technik am Ende jetzt heutzutage wieder als etwas Neutrales gilt. Und ich denke, das ist der erste Schritt, da müssen wir ansetzen und da müssen wir wieder weiterkommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht 1, 2, 3 Vorlesungen in Ihrem Studium mal genau angucken könnten und entsprechende Inhalte reinbringen können. Ja, vielen Dank nochmal, Corinna Barth. Die Rede, die du angesprochen hast, ich glaube, die findet man auch online von E.P. Naris, die ja anlässlich der Eröffnung der TU Berlin, die ja früher die Technische Hochschule Charlottenburg war, und was der Unterschied zwischen Hochschule und eben der Universität, der universalen Bildung, Studium Generale, also die ganze Rede, die ist nicht lang, die ist 3 Seiten, also lohnt sich wirklich, und wie viel davon institutionalisiert ist, verwirklicht worden ist und wieder abgebaut worden ist. Gerade die Lehrstühle zur Informatik und Gesellschaft, also ich bin auch einer der Betroffenen, einer letzten wissenschaftlichen Mitarbeiter noch an so einem Lehrstuhl gewesen, den es auch nicht mehr gibt in Berlin. Also insofern, das stimmt. Also da ist eigentlich die Rolle, die das Thema einnehmen müsste, und die Institutionalisierung, das ist in einem Missverhältnis. Aber so ist das. Aber dafür sind wir auch hier, auch außeruniversitär und zivilgesellschaftlich.